So, und da sind wir wieder bei Destroy All Humans. Es ist schon eine Weile her. Wir werden heute mal einfach durchspielen, spielen, bis wir keine Lust mehr haben. Und ja, ich werde das als Video dann wieder in als Mehrteiler rausbringen. Also ja, immer wenn ein Kapitel abgeschlossen ist, ist es ein eigenes Video. So, und wir fangen schon. Ja, wir gehen direkt rein ins Spiel. Spiel fortsetzen. Oh, da ist er, unser Krypto. Der gut aussehende Alien. So, die neue Mission ist Televisions of Doom. Ja. Achso, Mission starten. Ja. Und da ist er. Für alle, die nicht wissen, was Television ist oder Fernsehen, das gab's früher, ne? Der Schild deines Schiffes lädt sich nicht von allein wieder auf, entziehe Menschen und Fahrzeugen Energie, um ihn aufzuladen. Das ist auch schön, dass man immer wieder daran erinnert wird. Ah, Fernseher des Grauens. Was man machen muss. Ja. So hart scheinen die gar nicht zu sein. Der Schein kann trügen. Diese urbanen Menschen sind gerissener, entschlossener. Zäher. Schwerer zu täuschen. Halte die Augen offen und sei auf der Hut. Moment, nicht hier. Komm mit. Bleib auf dieser Frequenz. Schieß los. Freigabe für Phase 1. Ist unser Mann im Sender? Wartet nur auf das Kommando. Und das Band? Im Aktenkoffer, schon zurückgespult. Unterschwellige Fernsehbotschaften. Was bringt Majestic als nächstes? Keine Ahnung. Du weißt, was eine rhetorische Frage ist? Kein Schimmer. Na los. Wieder diese Anzugträger. Was ist ein Majestic? Ich bin mir nicht sicher, aber es bringt mich auf eine Idee, Crypto. Warte, ich brauch was zum Schreiben. Wenn unser Plan aufgehen soll, wird einfaches Gedankenlesen nicht ausreichen. Wir müssen die Menschen kontrollieren, damit wir ihre Hirnstämme leichter ernten können. Also quasi mehr Hirnarbeit. Klingt verlockend. Wie stellen wir das an? Ich glaube, deine dunkelgewandeten Freunde haben uns einen Hinweis gegeben. Ja, zuerst mal die dunkelgewandeten Freunde. Diese Man Bleib in an der Black. schwarzen Limousine dran. Du wirst dich doch nicht von einem Fahrzeug abhängen lassen, das nicht mal fliegen kann. Oh. Die Männer in Schwarz flüchten! Sie wollen unsere Lebensart vernichten! Grundgültiger! Marsianer! Begib dich im Zweifelsfall zum Fernsehsender und schneide ihnen den Weg ab! Hä? Wo waren die jetzt nochmal? Ich finde den Wagen nicht mehr. Ach du meine Güte! Ist es der? Nee. Hä? Ah, da. Oh. Mein Kopf! Sprich deine Hilfe, hast du mir die Eier abschaut. Heilige Scheiße! Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verirrt. Ah, da vorne. Da muss ich hin. Oh, ein Alien läuft amok. Ei, ei. Hilfe! Es ist ein Außerirdischer. Vergiss die schwarze Limousine. Halte die Männer in Schwarz auf. Ja, wo muss ich hin?
Ich glaube, ich hab's vermasselt. Oh Mann. Wie verwandelt man sich nochmal in einen anderen? Oh Mann, ich weiß nimmer, wie das. Ja. Wilde Affe ausgeschaltet, verrotteter Leichnam verbreitet Gestank in San Modestas Vorstadt. Na toll. Vielleicht sollten wir auch jede Mission irgendwie total, vermasseln, damit. Mein Mikro ist runtergefallen, damit wir auch sehen, was die Zeitungsmeldungen zu sagen, wenn man verloren hat. Wie geht es nochmal, dass man sich in andere verwandeln kann? Oh Mann, ist das peinlich! Ich bin wirklich das peinlichste Alien, ja. Bleib an der schwarzen Limousine dran! Du wirst dich doch nicht von einem Fahrzeug abhängen lassen, das nicht mal fliegen kann! Geht es mit X? Mach die Augen auf! Mit R? Heilige Scheiße! Moment mal, Außerirdische. Die Häuser hier sehen alle gleich aus. Sie? In welchem wohne ich nochmal? Nee, auch nicht. Ah, F. Jetzt weiß ich wieder. Mit F. Bob, ruf die Nachbarschaft! Extraterrestrische! Hä? Zerstören den Wagen von Majestic. Okay. Harper, wo vergiss die schwarze Limousine? Halte die Männer in Schwarz auf! Oh, Kommunisten. Quetter, das sieht teuflisch aus. Der Aktenkoffer enthält. Gehe zum Fernsehsender. Was muss der? Kontrolle. Es scheint, als würde im Fernsehsender ein menschlicher Wissenschaftler auf diese Anweisungen warten. Er ist Experte für das menschliche Gehirn. Sein Name ist Schläfriger Ernst. Ich will, dass du in diesen Fernsehsender gehst und den schläfrigen Ernst scannst. Scanner, okay. Aber wie geht denn nochmal Scanner? Ich muss da hoch. Ach toll. Ey! Aha, ui, geschafft. Schlechtige Mutation! Nicht töten! Wie geht nochmal Scanner? Och Mann! Polizei und. Ja, Gott, ja, geht. Mit R? Bald habe ich handfeste Beweise dafür, dass der menschliche Geist durch Fernsehpropaganda kontrolliert werden kann. Und dann starte ich meinen eigenen Sender. Wo zur Hölle sind diese Majestic-Agenten?
Amerika wird sich nicht von alleine eine Gehirnwäsche verpassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Menschheit zum Versuchskaninchen des schläfrigen Ernst wird. Sie sollte unser Versuchskaninchen sein. Vernichte den schläfrigen Ernst, Krypto. Verpasst dem narkoleptischen Nerd eine Ladung. Wir sollten dafür sorgen, dass seine Arbeit vernichtet wird. Wo muss ich jetzt hin? So, das ist meine Arbeit hier. Marciana! Hä? Crypto, Majestic will Signale zu verlangen, um ihre eigene Spezies zu kontrollieren. Dafür übertragen sie Signale aus diesem Sender. Sie wollten die menschliche Bevölkerung paranoid und aggressiv machen. Also noch paranoider und aggressiver, als sie ohnehin schon ist. Ich schlage vor, wir manövrieren Majestic in ihrem eigenen Fiesen. Hä? Also, Crypto, folgender Plan. Wir nutzen dieses Fernsehzeug einfach selber, um die Menschheit dem unbezwingbaren Willen des Voronen-Imperiums zu unterwerfen. Geiler Plan, ja. Wenn du die Antennen in Richtung des Mutterschiffs ausrichten kannst, können sie meine Übertragung zur Voronen-Gedankenkontrolle perfekt empfangen. Das wäre die gute Nachricht. Oh, das klingt irgendwie nach Spaß. Die schlechte Nachricht ist, aus ausgesprochen komplexen und ziemlich technischen Gründen hast du nur ein paar Minuten dafür. Wenn du die Antennen nicht ausrichten kannst, werden echt schlimme Dinge passieren. Jetzt geht los und mach ein paar Knoten in die Antennen! Und wie mache ich das? Extraterrestrischer! Ja? Was muss, wie muss ich das jetzt machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hilfe! Ah, E. Mit E, okay. Kann ich nicht einfach mal in Ruhe die Nachrichten schauen? Dieser Fidel hat ja ein paar gute Ideen, aber nein. Ich schwöre der Flagge der USA meine Treue. Nicht aufgeben, Crypto! Ich würde nur ungern dem phyronischen Imperator sagen müssen, dass du ihn im Stich gelassen hast. Oh Mann! Er kann so kaltherzig sein. Wie kann ich denn Lucy in I Love Lucy lieben, wenn sie gerade nicht läuft? What? Wie soll ich denn das alles schaffen? Verdammte Antenne! Wie soll ich jetzt jemals erfahren, ob der Wert einer All-Inclusive-Reise nach Kuba über oder unter $93.49 liegt? Sie wollen unsere Lebensart vernichten! Ach du Schande! Was berührt den Boden nicht? Grundgültiger! Hallo. Das ist ein Außerirdischer! Hallo! Stopp, Baby! Jetzt bist du dran, Kleiner! Auf! Befind dich! Du hast es fast geschafft, Krypto. Ich bin zutiefst beeindruckt, wie du vor intellektueller Zeugungskraft strotzt. Du prallst! Ich habe die totale Synchronisation verloren. Ach, nicht so schlimm. Wir versuchen das Experiment einfach später noch einmal. Was? Oh nee, wegen einem Ding! Heiliger Einschlag, Blitzle treffen, Fernsehsender, Unterbrechung von Empfang erwartet. Ach ja, toll. Mann, ich hätte es fast geschafft. Also nochmal. Die schlechte Nachricht ist, aus ausgesprochen komplexen und ziemlich technischen Gründen hast du nur ein paar Minuten dafür, wenn du...
passieren. Reden wir nicht weiter darüber. Und jetzt leg los und mach ein paar Knoten in die Antenne. Kann ich nicht einfach mal in Ruhe die Nachrichten schauen? Dieser Fidel hat ja ein paar gute Ideen, aber nein. Ich schwöre der Flagge der USA meine Treue. Wir stehen was Ohren. Auf den Boden legen. Polizei. Oh, jetzt bist du dran, Junge. Grundgütiger. Wie kann ich denn Lucy in I Love Lucy lieben, wenn sie gerade nicht läuft? Hilfe! Nasiana! Ja, ja, ja. Jetzt entspannt euch mal. Verdammte Antenne! Wie soll ich jetzt jemals erfahren, ob der Wert einer All-Inclusive-Reise nach Kuba über oder unter $93.49 liegt? Oh, ich schaff das wieder nicht. Du hast es fast geschafft, Crypto. Ich bin zutiefst beeindruckt, wie du vor intellektueller Zeugungskraft strotzt. Du Prachthengst! Oh, die sind ja Komplimente hier. Kann ich nicht einfach mal in Ruhe die Nachrichten schauen? Sonst komme ich ja kaum dazu, meinen Abschluss in Wirtschaftslehre einzusetzen. Hallo! Ich will nur hoch! Mach! Geschafft? Legen wir los! Übertragung läuft! Downlink des Furonensignals! Erfolgreich! Oh, das ist so aufregend! Okay, ich erhöhe die Leistung. Moment! Crypto! Das Signal ist zu stark. Menschen sind schwach. Ihre Gehirne vertragen so eine Amplitude nicht. Beeil dich, Crypto! Du musst die Antennen biegen, bevor sie... Au, das tut sicher weh. Uah, ekelhaft. Crypto? Crypto! Wo bist du hin? Zeit für einen Snack. Das ist mal ein Wort. Ertränke den schläfrigen Ernst im Meer. Wäre noch, zerstöre das Auto mit Sprengstoff und berühre den Boden nicht. Naja, also. Ungewöhnliche Blitze schlagen in ganzem Block ein. 12 Tote. Örtlicher Elektriker wird sich wegen fehlerhaft verlegter Kabeln vor Gericht verantworten müssen. Tja, so kann's kommen.